meine ich tatsächlich sehr ernst, weil ich in den nächsten 30 Minuten eure Gehirne verändern werde. Also wenn ihr jetzt noch diesen Raum verlassen möchtet oder den Stream, ich hörte, es gibt auch einen Stream, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, ich würde das auch nicht persönlich nehmen. Also ihr könnt das jetzt einfach machen, ihr mit oder ohne Maske. Ansonsten werde ich, wie gesagt, eure Gehirne verändern. Ihr werdet hier als andere Menschen wieder rausgehen, als ihr reingekommen seid. Und das Ganze ist auch für mich tatsächlich heute hier ein bisschen ein Experiment. Also ich bin ja auch noch Wissenschaftlerin im Herzen oder Hirn, wie ich lieber sage. Und ich freue mich immer über Experimente. Ihr seid jetzt quasi Teil dann auch von diesem Experiment. Und warum das Ganze passieren wird, also ich eure Gehirne verändere, ist einfach die ganz einfache Tatsache. Das gehört noch zu der Triggerwarnung dazu. Also ihr habt noch Zeit, den Raum sneaky zu verlassen, ja, weil eure Gehirne eben keine Computer sind. Ja, es gibt da nicht so eine Speichern- und Löschen-Taste oder sowas, sondern eure Gehirne verändern sich immer. Und zwar aufgrund von jeder Erfahrung, jedem Gedanken, den ihr denkt. Und darum soll es jetzt in den nächsten Minuten gehen, um direkt mal mit so ein ganz paar kleinen oder nicht ganz so kleinen, sondern sehr zentralen Vorstellungen vom Journalismus, die leider immer noch sehr verbreitet sind, aufzuräumen. Und ich weiß, ich mache mir jetzt nicht hier nur Freunde und Freundinnen. Ist ja die große Frage, können wir irgendwie neutral berichten? Ne, könnt ihr jetzt, ich mache hier auch kein Stimmungsbild, ihr könnt das für euch selber überlegen, ist das so oder nicht? Nee, können wir nicht. Wie gesagt, warum, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Ich werde euch einfach schon mal direkt die harte Ladung hier am nicht mehr ganz so frühen Morgen am Anfang mitgeben. Können wir objektiv berichten oder objektiv irgendwas senden? Auch da muss ich euch leider, falls ihr das bisher gedacht habt, enttäuschen bzw. aufklären. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Kernaussage und dieser aus meiner Sicht als Neurowissenschaftlerin, aber auch als Mensch, völlig verquerten Vorstellung oder falschen Fragestellung, ob Journalismus jetzt Aktivismus sei, die Frage stellt sich einfach gar nicht. Das ist es immer. Weil jede Information unser Gehirn verändert und jeder, der journalistisch sendet, damit Gehirne verändert. Und was wäre ich jetzt für eine Neurowissenschaftlerin, wenn ich euch nicht auch ein Gehirn mitgebracht hätte, also neben dem da oben in meinem Kopf, auch ein Bild von einem Gehirn und das ist tatsächlich ein Bild von meinem Gehirn, also ihr seht es jetzt quasi doppelt, einmal von außen, einmal von innen. Und könnt euch auch vorstellen, dass ich eine sehr persönliche Bindung zu dem Exemplar habe, was ihr da jetzt seht. Das habe ich aber nicht nur mitgebracht, um euch zu zeigen, wie schön mein Kopf von innen aussieht, sondern euch, wie gesagt, dafür zu sensibilisieren, dass diese Gehirne immer unterschiedlich sind, und zwar aufgrund von mindestens drei Komponenten, also drei groben Kategorien sozusagen. Das erste ist, wir werden alle unterschiedlich geboren, Genetik und alles, was da so dazugehört. Das sorgt dafür, dass wir nicht nur einen unterschiedlichen Fingerabdruck haben, sondern eben auch ein unterschiedliches Gehirn. Zweitens machen wir unterschiedliche Erfahrungen in unserem Lebenslauf. Ja? Also alles, was euch klar ist, sind wir jetzt hier alle irgendwie angekommen und vielleicht noch die Menschen dann im Internet, im Bett liegen, gemütlich irgendwo im Regen oder nicht Regen an diesem Samstagmorgen und verfolgen das Ganze. Ja? Aber bis zu dem Zeitpunkt hier, selbst wenn ihr einen eigenen Zwilling hättet oder Drilling oder was auch immer wärt, ja, hättet ihr unterschiedliche Gehirne, weil ihr unterschiedliche Erfahrungen gemacht hättet. Ja? Selbst wenn ihr sehr viel Zeit miteinander mit diesem einen eigenen Zwilling dann verbracht hättet. Und das Dritte, und das ist sozusagen das ganz Komplizierte dann, ist die Interaktion aus beidem. Also die Information, die Umwelt, alles das, was wir so wahrnehmen, interagiert immer mit dem, was schon da ist und sorgt dann dafür, dass sich das auch noch verändert. Das sind die drei Ebenen, die einfach immer da sind. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Weil ich habe dieses Gehirn und kann das ja jetzt nicht nehmen und zum Beispiel bei Christina in den Kopf setzen und sie gibt mir so lange ihrs, damit ich nicht ohne dastehe, während sie meins hat und dann weiß sie danach, was ich denke, fühle und so weiter und so fort und ich, was sie denkt und fühlt. Das funktioniert nicht. Es gibt zwar einige Menschen, die davon ausgehen, dass das in nicht allzu ferner Zukunft oder fernerer Zukunft mal der Fall sein wird. Ich bin davon überzeugt, es nicht der Fall sein wird. Es ist aber auch am Ende des Tages eine theoretische Debatte, die wir jetzt hier und heute, Stichwort Relevanz, nicht unbedingt führen müssen, sollten, weil wir ganz andere Sorgen haben, komme ich gleich drauf zu sprechen, sondern stattdessen mit dem Status quo, ne, sagen, was ist, ja erstmal gucken, was haben wir jetzt für Möglichkeiten. Jetzt haben wir genau eine Möglichkeit, wir können miteinander kommunizieren.
Also ich kann zu Christina und euch hingehen und sagen, hey, ich sehe das so und so, wie siehst du das? Und wenn wir Glück haben, sprechen wir irgendwie die gleiche Sprache, also Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas. Aber selbst das und jeder, der schon mal versucht hat zu kommunizieren, unabhängig von seinem journalistischen Beruf, weiß, da kann eine ganze Menge schiefgehen. Nichtsdestotrotz ist das alles, was wir haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir also ein bisschen verantwortungsvoller damit um? Weil das ist ja mein Plädoyer, was am Titel am Anfang stand. Wie können wir das besser machen? Beziehungsweise was kann der Journalismus und muss der Journalismus von den Neurowissenschaften lernen? Und dafür ist ganz wichtig, zwei Aspekte zu verstehen. Das ist jetzt in ganz, ganz, ganz kurz meine eigene Forschungsarbeit während der Promotion zusammengefasst. Keine Angst, es wird nicht kompliziert. Ich habe keine Datensätze oder sowas mitgebracht, sondern nur 5 Wörter. Die ersten 3 seht ihr dort schon. Das ist das erste Konzept, was ich hier meine. Das sind so alles, was wir als neue Erfahrungen und Lernen zusammenfassen können. Also das, was jetzt gerade in euren Köpfen passiert. Und das ist, wie gesagt, abhängig davon. Und das ist das zweite Konzept, was gerade in eurem Kopf sowieso als so eine Art Grundrauschen da ist. Also zum Beispiel, ob ihr müde seid, weil ihr gestern zu lange Party gemacht habt oder so, oder zu lange diskutiert habt oder journalistisch gearbeitet habt oder so. Oder ob ihr besonders ausgeschlafen seid, weil ihr früh im Bett wart, ob ihr schlechte Laune habt, weil draußen das Wetter schlecht ist, ob ihr hungrig seid. Alle diese Dinge beeinflussen das, was gerade in eurem Gehirn passiert. Und lange Zeit ging man in den Neurowissenschaften davon aus, dass es wirklich so eine Art Hintergrundrauschen ist, was nicht besonders wichtig ist. Muss man keine besonders große Aufmerksamkeit dran geben, so ein bisschen wie das Rauschen beim Radio, wenn ihr noch so alte Radios habt, wo man den Sender nicht so richtig findet und dann kreischt es so ein bisschen. Und dann haben ich und viele andere aber gesagt, Moment mal, auf der einen Seite will das Hirn ja immer Energie sparen, dann wäre es total sinnbefreit, wenn diese Aktivität, die da so vermeintlich im Hintergrund immer ist, keinen Sinn hat. Und was wir dann zeigen konnten, war ja, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall, nämlich, dass das, was ihr jetzt gerade macht, mir zum Beispiel zuzuhören, da zu sein, also eure neuen Erfahrungen, diese vermeintliche Hintergrundaktivität langfristig verändern. Und jetzt denkt zurück an die Triggerwarnung vom Eingang, ich verändere gerade eure Gehirne, über diesen Vortrag hinausgeht. Und ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon anhand dieser Folie, wie die aufgebaut ist. Da kommt noch was, richtig. Das, was jetzt gerade in eurem Gehirn passiert, verändert, wie ihr oder beeinflusst, wie ihr mich wahrnimmt und wie ihr die Welt generell wahrnimmt. Das heißt, wir haben also einen ständigen Kreislauf, ja, ein zirkuläres System, nicht nur in unserem Kopf, aber wenn wir uns jetzt mal auf den Kopf konzentrieren, Rest des Körpers ignorieren wir an der Stelle einmal kurz, ja, dann passiert da die ganze Zeit so eine gegenseitige Beeinflussung. Riesenchance, ja, weil alles, was ihr tut, verändert euch. Und Riesenverantwortung aus genau dem gleichen Grund. Und jetzt denkt an eure journalistische Profession, wenn ihr möglicherweise ziemlich viele Menschen erreicht. Und das noch ein bisschen plakativer zusammengefasst, weil wir brauchen ja einfache Botschaften, bedeutet das, unser Gehirn verändert sich und zwar ein Leben lang. Also wenn ihr schon mal diese Aussage getätigt habt, ich kann das nicht mehr, ich bin zu alt dafür, oder jemanden gehört habt, der das gesagt hat, dann bitte ich euch ab jetzt, das nie mehr zu äußern, weil es ist einfach faktisch falsch. Und wenn ihr jemanden hört, der das sagt, bitte vehement zu widersprechen. Aus genau dem gleichen Grund, weil es ist faktisch falsch. Ja? Also lange Zeit, und auch da Wissenschaft ist ja meistens gut darin, sich zu korrigieren, ging man tatsächlich davon aus, dass es der Fall ist, also dass ab einem gewissen Alter zum Beispiel auch keine neuen Nervenzellen, keine Neuronen mehr gebildet werden. Das ist mittlerweile überholt. Also wir wissen sehr genau, dass bis zum Lebensende, also bis zum letzten Synapsenfunken, das sind ja diese Verbindungsstellen da im Kopf, sich unser Gehirn verändert. Und jetzt noch ein bisschen plakativer, nicht provokanter, sondern plakativer zusammengefasst, bedeutet das, was ich eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, jeder Gedanke verändert unser Gehirn. Und nachdem ich mir jetzt hier offensichtlich eine sehr große In-Group, Out-Group geschaffen habe und ja, vielleicht ein paar Weltbilder zerstört habe, werde ich jetzt versuchen, das wieder aufzubauen und nochmal anfangen und ganz naiv fragen, was ist denn jetzt eigentlich nochmal die Aufgabe von Journalismus? Also wenn wir das so ein bisschen, ihr das jetzt alle so ein bisschen anfangt zu verdauen, diesen Reality-Check mit den Neurowissenschaften, können wir nochmal kurz fragen, was sind so vielleicht, ne, 3 Sachen sind immer gut, das kriegt unser Gehirn gerade so hin, große Zahlen sind generell schwierig. Was sind so die 3 Kernaufgaben, vielleicht wenn ihr einmal so für euch überlegt, naja, dann ist da ja auf jeden Fall der große Anspruch zu sagen, was ist. Ne? Also wie ist es um die Welt bestellt, hat Christina eben auch schon gesagt. Das ist das, was wir irgendwie machen sollten, wenn wir journalistisch tätig sind.
Und dann ist ja dieser große, große Begriff, ich habe schon viele Stunden damit verbracht, darüber nachzudenken, ich weiß nicht, ob es zu was geführt hat, aber ist ja diese große Frage der Relevanz, also relevantes Abbilden. Ganz wichtig ist hier übrigens der Begriff des Abbildens, weil, wie gesagt, das Gehirn das ja eh dann von den Empfängern, Empfängerinnen immer anders interpretiert. Und da sind wir dann bei der dritten und letzten Sache und vielleicht hatte der ein oder andere, die ein oder andere das auch gerade im Kopf, als ich nach der Aufgabe von Journalismus nochmal gefragt habe, diese Sache mit der vierten Gewalt, also vierte Gewalt sein. Ich habe die bewusst alle als Verben hier so ein bisschen formuliert, damit das auch aktiv rüberkommt. So, und was ich jetzt versuche mit euch zu machen in den nächsten gut 20 Minuten, ist mal zu gucken, wie gut das jetzt gerade so klappt. Ich hoffe, wir können uns alle darauf einigen. Wenn jetzt irgendjemand widerspricht und sagt, nee, das sehe ich nicht so, wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu tun, weil dann müsste ich gerade nochmal den Vortrag irgendwie umändern. Kriegen wir auch hin. Aber wenn wir sagen, das ist sozusagen das minimale Set an, ja, da kann ich mich ein Stück weit wiederfinden in meiner eigenen Aufgabe. Würde ich da jetzt anknüpfen? Ja. Wo ist denn die Recherche? Also ich würde immer sagen, herausfinden, was ist, bevor man sagt, was ist. Ja, das kommt gleich mit dazu. Also es ist ein guter, wichtiger Punkt. Ja. Also ich kann ja nur sagen, was ist. Genau das werde ich bei der Bestandsaufnahme analysieren, wie gut das gerade funktioniert. Also wie gut die Recherchen laufen. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Weitere? Also wie gesagt, meldet euch gern. Ich bin da... Wir müssen nur mit der Zeit gucken, aber das kriegen wir hin. Okay, also machen wir genau diese Bestandsaufnahme gleich und ich gebe schon mal als Spoiler vorweg, weil ich ja eben vielleicht schon zu ein paar Irritationen geführt habe mit meiner Aussage, dass Journalismus immer aktivistisch sei, kann ich hier schon mal vorwegnehmen, naja, das Resultat wird sein durchgefallen. Also es läuft im Moment noch nicht so besonders gut, aber dann, ich bin ja auch für Lösungen und konstruktiv unterwegs und so, werde ich natürlich problemorientiert fragen, weil ich mich hingesetzt habe und recherchiert habe, wie kann das denn sein? Was ist denn jetzt daran schuld? Ganz explizit übrigens nicht wer, sondern was? Um dann im dritten Teil zu sagen, wie können wir es denn jetzt eigentlich besser machen? Also los geht's mit dieser Bestandsaufnahme. Und auch das werde ich immer versuchen, anhand von drei Sachen jetzt durchzuziehen, anhand nämlich dieser drei Zutaten, die ja sozusagen die Kernaufgabe dann ausmachen. Also Fakt Nummer eins, also wie sieht's da aus mit dem Sagen, was ist, wie gut läuft das? Wenn ich es vorsichtig formulieren würde und eine konstruktive Lehrkraft wäre, wenn ich einer Studentin oder einem Studenten Feedback geben würde, würde ich sagen, naja, noch nicht so ganz gut, da ist noch Luft nach oben. Weil wir haben längst global die klimatische Stabilität verlassen, die unsere Zivilisation ermöglicht hat. Ich weiß nicht, ob das allen im Raum bis hier jetzt zu dieser Aussage klar war. Spätestens mit diesem Bild sollte es allen klar sein. Was ihr hier seht, ist eben die Abbildung des Holozäns. Das ist das, was vor dem Anthropozän, also dem durch den Menschen, durch die Menschheit, durch uns beeinflusste klimatische Umwelt, die wir geschaffen haben, überschritten wurde. Und das Holozän ist das, was uns gesichert hat, Landwirtschaft, Sesshaftigkeit, alle diese Dinge, ja, das waren die klimatischen Bedingungen, die wir hatten. Und das, was ihr rechts am Ende dann seht, ist das, wo wir uns hin katapultiert haben. Fakt Nummer zwei, oder wie machen wir das eigentlich mit dem relevanten Abbilden? Also was kann es eigentlich Relevanteres geben, als das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten oder das Gute Leben der Menschen auf diesem Planeten. Mir persönlich, wir könnten auch sagen, also das ist ja dieser Witz mit den beiden Planeten, die sich da treffen, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr den alle? Treffen sich zwei Planeten und der eine hustet halt so ein bisschen, röchelt so ein bisschen, ne? Corona-mäßig verschnupft und dann fragt der andere, was ist denn mit dir los? Und dann sagt er, ja, ich habe gerade die Menschen. Dann sagt er, ja, hatte ich auch, aber das geht vorbei. Ne? Also das können die Zyniker und Zynikerinnen unter uns natürlich weiterhin machen. Ich bin auch ab und zu zynisch, das ist auch manchmal gut und sinnvoll, sage ich ganz ehrlich, ne, mit Dingen klarzukommen. Aber als Grunddauerhaltung ist es nicht besonders hilfreich, wenn es darum geht, irgendwie ein gutes Leben zu haben und natürlich auch guten Journalismus zu machen, nämlich darüber aufzuklären, wie wir leben und vielleicht auch ein Stück weit, wie es dann besser werden könnte, wenn es gerade noch nicht so besonders gut läuft. Weil sonst wäre das Ganze, ne, wenn wir es logisch zu Ende denken, ja irgendwie ad absurdum geführt. So, und jetzt Relevantes. Berichten wir über das Relevante genug? Nein, auch das, ne? Ja, das jetzt, ich habe ja schon gesagt, durchgefallen auf allen drei Ebenen. Wir haben bereits 6 von 9 planetaren Grenzen, die vor einigen Jahren das erste Mal von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufgestellt wurden, überschritten. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, 2018/19, und die erste Veröffentlichung dazu kam, waren es 3. Während der Recherche sind es dann 4 geworden, Stichwort Recherche. 2022 haben wir jetzt die 5. und 6. überschritten. Ihr seht die hier abgebildet.
Also wenn das nicht relevant ist, dann weiß ich es nicht. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Oder wie ist das eigentlich mit der vierten Gewalt? Naja, wenn wir die Mächtigen, wie auch immer wir das nennen wollen, in Schach halten wollen, um eben genau diese Sachen jetzt dann auch mal vernünftig anzugehen und dafür zu sorgen, dass wir eine Zukunft hier haben, dann müssen wir ja so ein bisschen fragen, okay, wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch für? Weil Relevanz bedeutet ja auch eben so diese Zeitkomponente, was ist jetzt, hier und heute wichtig? Und auch da, ja, ihr seht es an der roten Schrift und an meinem Urteil durchgefallen, wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Und die Zeit, die bleibt, das haben auch clevere Menschen ausgerechnet. Also es gibt den sogenannten Carbon Tracker oder das Carbon Budget, ja, das CO2-Budget, was noch bleibt, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Wenn wir mit 67-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum Beispiel unter diesem 1,5-Grad-Limit, wo wir uns ja global 2015 in Form des Pariser Abkommens darauf geeinigt haben, wenn wir darunter bleiben wollen, mit dieser zugegeben nicht sehr großen Wahrscheinlichkeit, aber immerhin, ja, so zwei Drittel, dann haben wir Stand heute noch 6 Jahre, 9 Monate, 22 Tage und da steht das ungefähr, weil ich wusste jetzt nicht ganz genau, wann ich das hier und heute sage, ein paar Stunden, Minuten und Sekunden Zeit. Ja. Das heißt, auf allen drei Ebenen würde ich sagen, ja, durchgefallen. Und jetzt kommen wir dann so langsam aber sicher zu dem lösungsorientierteren Teil, beziehungsweise der Frage, was ist daran jetzt schuld? Und ihr ahnt es wahrscheinlich natürlich unser Gehirn, ja, also was sonst? Und die Frage ist da natürlich, welche Mechanismen explizit sind daran schuld? Und jetzt könnte ich einen Wochen- oder vielleicht sogar monatelangen Kurs über die sogenannten Cognitive Biases, ne, diese kognitiven, Deutsch wird das häufig als kognitive Verzerrung übersetzt. Ich persönlich weigere mich ein bisschen gegen den Begriff, weil das klingt so, als ob unser Gehirn irgendwie dumm oder eine böse Absicht hätte. Aber das hat es natürlich gar nicht. Ja, das versucht uns immer erstmal am Leben zu halten. Und alle diese kognitiven, ich finde Schnellschüsse den schöneren Begriff, weil am Ende des Tages geht es immer um kurzfristig versus langfristiges Denken, die sorgen dafür, naja, dass wir eben nicht immer besonders langfristig entscheiden, auch nicht in der journalistischen Profession. Und gebündelt, wie gesagt, würden die Wochen oder Monate einnehmen. Das heißt, alles, was ich hier jetzt versuchen kann, natürlich immer anhand von drei, auch hier wieder, ist drei so Beispiele dafür zu geben. Also das bitte jetzt nicht als vollständige Analyse oder dann irgendwie nachher sagen, Moment mal, da ist aber noch der und der vergessen worden. Ja, das ist wirklich einfach nur immer ein wichtiger, der hier eine Rolle spielt. Also hier eine Herausforderung Nummer eins, bezogen jetzt auf diese Aufgabe des Sagen, was ist. Naja, das ist genau das, was ich gerade schon angesprochen habe, das Kurzfristige. Also so ein bisschen das Hirn schreit immer jetzt und hier. Ja, könnt ihr euch so vorstellen, da oben in eurem Kopf, der sogenannte Gegenwarts-Bias. Und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ist keine böse Absicht von dem Gehirn, ja, sondern das versucht uns am Leben zu halten. Ich spreche auch immer sehr gern absolut liebevoll von unserem Steinzeithirn, deshalb auch dieses Bild an der Stelle, weil es hat sich einfach seitdem nicht grundlegend verändert, also so die grundlegenden Mechanismen. Das Gehirn selber, das hatte ich ja auch eingangs gesagt, und eure persönlichen Gehirne verändern sich die ganze Zeit, aber das, was sozusagen unser Überleben ausmacht und wie wir in der Welt agieren und umgehen, das ist relativ konstant. Zum Beispiel deshalb mögen wir fettiges und kalorienhaltiges Essen, ja, weil unser Hirn uns versucht, am Leben zu halten, weil wer weiß, wann es das nächste Mal was gibt. Und genau deshalb haben wir auch diesen sogenannten weiterer Bias, Negativitätsbias, der uns und vor allem die Menschen, die im Journalismus arbeiten, sehr stark darauf konzentrieren lässt, auch das ganz gut untersucht, was alles schlecht läuft in der Welt und dann eben sehr kleinteilig genau das abbilden und im Mittel häufig dafür sorgen, dass Menschen, inklusive den Menschen, die im Journalismus arbeiten, ein zu negatives Weltbild haben. Also noch negativer, als die Welt ohnehin schon ist, weil wir wissen ja, es gibt viele Herausforderungen. Habe ich ja eben auch entsprechend geschildert. Und ein bisschen, weil Humor ist auch wichtig, ein bisschen humoristischer zusammengefasst, seht ihr das hier in dem Comic. Ich lasse euch das kurz lesen, beziehungsweise lese es vor, dann sind alle mit dabei. Also links die Person sagt, die Situation erfordert eine strengere Durchsetzung von umweltpolitischen Maßnahmen. Die Person rechts sagt dann aber nur, wenn sie unseren derzeitigen Lebensstandard nicht gefährden. Das ist halt sozusagen humoristisch zusammengefasst, was dieser Gegenwarts-Bias macht oder machen kann. Und dann sind wir bei Hirnherausforderung Nummer zwei, jetzt bezogen auf diese Frage, wie läuft es eigentlich gerade mit der Relevanz? Also bilden wir Relevantes ab? Naja, und da schreit das Hirn halt, natürlich habe ich recht. Ja? Und das kennt ihr wahrscheinlich oder habt ihr vielleicht sogar schon mal den Fachbegriff gehört, diesen Confirmation Bias oder auf Deutsch dann häufig übersetzt als Bestätigungsfehler. Das ist genau das, dass wir halt Dinge immer eher glauben, annehmen, dafür eintreten und ihr könnt jetzt noch ganz viele andere Tätigkeiten sozusagen anschließen lassen, wenn die in unser bisheriges Weltbild passen.
Ja? Und auch den Menschen, die diese Dinge dann äußern, sehr viel stärker vertrauen und im Gegenteiligen natürlich denen, die uns nicht passen, also deren Meinung, deren Nase, deren Haarfarbe, deren Geschlecht oder was auch immer, wir denen weniger stark vertrauen, beziehungsweise das, was die dann äußern, auch weniger bereit sind, zuzuhören, geschweige denn, das in unser Weltbild zu integrieren. Sehr schön zusammengefasst sehen wir das hier auf dieser Darstellung. Also wir haben Wissenschaft auf der einen Seite, unsere bisherigen Glaubenssätze auf der anderen und das, was wir sehen, ist ein je nach Individuum und Stimmung und Lebenslage weniger oder mehr überlappender großer Bereich in der Mitte. Ja? Also das, was wir dann sehen und sehen jetzt hier bezogen auf alles, was wir irgendwie annehmen und bereit sind, in unser Weltbild zu integrieren. Und auch hier natürlich wieder ein humoristischer Blick anhand eines Comics auf die Thematik, warum das so schwierig häufig ist. Ich mag das unheimlich gern. Ich hoffe ja auch, aber anhand eures Lachens sehe ich ein bisschen zumindest. Ja, es ist einfach so wunderbar, das sagt halt mehr, als wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde darüber reden würde, wie wir alle die Welt unterschiedlich sehen und euch Studienergebnisse präsentieren würde. Das steckt alles in diesem Bild, ja. Es ist so ein bisschen wie dieses Eingangsbeispiel, als ich meinte, ich kann halt mein Hirn nicht Christina geben und Christina mir so lange ihres. Wir sehen die Welt unterschiedlich, können wir nichts gegen machen. Ja? Wir können nur drüber reden, das ist die einzige Chance, die wir haben. Und da seht ihr auch, ne? Also Gruppendenken hier ist auch in dem Bild mit drin, weil natürlich, wenn so ein Rhino, so ein Nashorn mit anderen spricht, dann verstehen die sich sehr viel besser und schneller und einfacher, zumindest die Überlappung ist größer, als wenn das Nashorn mit dem Elefanten spricht. Und das könnt ihr jetzt übertragen auf alle anderen menschlichen Gruppen. Und dann sind wir bei der dritten und letzten Hirnherausforderung bezogen auf diese dritte und letzte Kernaufgabe des Journalismus, ne? Vierte Gewalt, ja oder nein. Und da sagt das Hirn dann gern, das ist halt so. Und das kennt ihr auch alle, ne? Man kann jetzt lachen oder weinen, aber das ist halt so. Das ist der sogenannte Anker-Effekt oder Anchoring-Effekt, ganz viele Biases, die da darum wieder auch dazugehören. Und die sorgen, und das jetzt ehrlich gesagt weniger zum Lachen, die sorgen dann dafür, dass wir häufig in so einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit oder Hilflosigkeit und dann wird sie erlernt, Vorstufe dann, dass erstmal die Hilflosigkeit reinkommt. Und was das ist, möchte ich euch ganz kurz anhand von einem Versuchsaufbau, ich komme nicht drum herum, eine Studie zumindest kurz zu erklären, zeigen. Und das wurde schon vor über 50 Jahren, wurden die ersten Studien dazu durchgeführt. Vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwo gesehen oder jemand hat davon erzählt oder ihr habt da was dazu gelesen. Und was die Wissenschaftler dort in den USA gemacht haben, ist halt Hunde, so wie ihr sie hier seht, in so eine Apparatur zu setzen. Die wollten natürlich was ganz anderes untersuchen, so wie das in der Wissenschaft ist. Wenn man was Neues herausfindet, dann weiß man ja noch nicht, was man herausfindet, wie bei der Recherche eben auch häufig. Dann zu sagen, okay, wenn diese Lampe angeht, wird auf der einen Seite, und das seht ihr anhand dieses Wortes Schock da, werden die Gitterstäbe elektrisch aufgeladen. Das machen die Hunde, die finden Schocks sehr unangenehm an den Pfoten und springen dann darüber auf die Seite, wo sie keine elektrischen Schocks bekommen. Ist übrigens auch ganz interessant, wenn ich das vor Studierenden erzähle, dann geht immer ein Ohr durch den Raum. Bei Menschen, die älter sind, nicht so häufig. Ich warte auch mittlerweile extrem ein paar Sekunden, um euch eine Chance zu geben. Aber hey, ihr könnt ja gleich nochmal versuchen vielleicht. Es gibt eine gab eine zweite Gruppe von Hunden, die hatten dann, wenn die Lampe anging, auf beiden Seiten elektrische Schocks. Was machen die? Die springen genau wie die anderen auch ein paar Mal hin und her, merken dann irgendwann, naja, sie können der Sache nicht entkommen und warten, bis die Lampe wieder ausgeht und die Schocks aufhören. Und das eigentliche Ergebnis ist dann aber beobachtet worden, als die Hunde aus der zweiten Gruppe in diese Apparatur gesetzt wurden und dann ja eigentlich wieder den Schocks entkommen konnten, die aber, und ihr ahnt jetzt wahrscheinlich anhand des Begriffes erlernte Hilflosigkeit, wo die Reise hingeht, das nicht mehr gelernt haben. Und das für mich persönlich krasseste Ergebnis ist, selbst wenn die, weil Hunde einfach nicht gern still sitzen, per Zufall oder so oder Bewegungsdrang auf die andere Seite gesprungen sind, sind die wieder zurückgesprungen. Die konnten assoziativ in ihrem Gehirn nicht mehr lernen, ich kann aus eigener Kraft diesen elektrischen Schocks entkommen. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Das passiert, wenn wir Menschen sagen, du und ihr könnt nichts ändern. Und das geht innerhalb von Minuten. Und das könnt ihr jetzt nicht nur auf den Journalismus, sondern auf sämtliche Lebensbereiche übertragen. Egal ob Bildung, wo jemand sagt, du bist zu doof oder was auch immer, dafür im Unternehmen, wo Menschen mitgeteilt wird, das sind halt die Strukturen, das ist halt so oder wo auch sonst. Ja, und das ist ein Riesenproblem, weil wir eine globale erlernte Hilflosigkeit gerade in ganz vielen Bereichen erleben. Und das sorgt nicht dafür,
dass wir dann die großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit angehen und auch den Klimanotfall nicht entsprechend angehen, weil Menschen das Gefühl haben, sie können halt eh nichts ändern. Und auch hier natürlich wieder ein gar nicht so humoristisch, aber vielleicht plakativerer Anblick dafür, was eben diese dritte Komponente, also dieses, das ist halt so, auch umwelttechnisch meint bei unserer ganz einfachen Wahrnehmung. Vielleicht kennt ihr alle oder die, die es noch nicht kennen, ich sehe ein paar Nicken zumindest, das Kleid, vor einigen Jahren zum Internetphänomen, virales Phänomen so geworden, wo Menschen eben gefragt wurden, welche Farbe hat dieses Kleid und wie ungefähr die Hälfte sieht es halt in Blau und Schwarz, ein bisschen weniger, und ein paar mehr Menschen sehen es in Weiß und Gold. Und dann gibt es noch ein paar, die sehen so Brauntöne, und bei ein paar wechselt das sogar. Das waren so die, ganz kurz zur Einordnung der Neurowissenschaften, das waren so die 2 Minutes of Fame der visuellen Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das haben die, ich habe viele Freundinnen im Bereich, die haben das total gefeiert, ja, haben alle über die gesprochen. Und dann wurden auch entsprechend Studien gemacht, und lange Rede, kurzer Sinn, es hat einfach was damit zu tun, wie die Umgebung ist und wie wir bisher von der Umgebung geprägt wurden, wie wir das wahrnehmen. Also was mit den Schatten und Hintergründen. Ja. Und das zeigt eben so ganz klar, weil dann Menschen angefangen haben, am Abendbrottisch darüber zu streiten, ja, welche Farbe jetzt dieses Kleid hat, wie vermeintlich banal die Unterschiede in unserer Wahrnehmung und dem das ist halt so dann auch sind. Die Frage ist jetzt also, und jetzt kommt der abschließende dritte lösungsorientierte, konstruktive Teil, wie machen wir es denn jetzt besser? Ne? Weil also jetzt erlernte Hilflosigkeit, sich hingeben und sagen, naja, das ist halt so, finde ich nicht gut, möchte ich nicht Teil von sein, ich hoffe, ihr auch nicht. Und deshalb habe ich mir 3 Zutaten überlegt, wie wir es zumindest besser machen könnten, das Sagen, was ist, weil das ganz klassische Sagen, was ist, und ich hoffe, soweit habe ich eure Hirne jetzt schon mit verändert, geht halt nicht, weil unser Hirn immer interpretiert. Ja? Also es gibt halt nicht diese objektive Informationsverarbeitung, es gibt aber natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, das jetzt nicht falsch zu verstehen, eine Vermittlung von Fakten zum Beispiel. Ja? Und es gibt Dinge, die einfach, wir haben uns zum Beispiel darauf geeinigt, 2 und 2 ist 4, auch das ist natürlich ein kulturelles Ding gewesen und so weiter. Ja? Aber genau das ist das, was ich ja auch anhand dieser Beispiele, wo es eben noch nicht gut läuft, hoffentlich vermitteln konnte, dass Wissenschaft eine ganz, ganz wichtige Stellschraube dabei ist, bei diesem Sagen, was ist. Und das jetzt besser zu machen, können wir ja vielleicht einfach mal kurz fragen, was ist denn, Stichwort Recherche, eigentlich so das Tagesgeschäft von Journalismus, naja, Fragen zu stellen. Ja. Das heißt, wir können bewusster hingucken oder hinschauen und schauen, wie frage ich eigentlich gerade und ordne ich ein. Und ein Beispiel, mehr oder weniger berühmt geworden, wie eine unterschiedliche Fragestellung möglicherweise kausal globale Politik beeinflussen kann, stammt aus dem Jahr 2013. Das hier ist ein Bild oder ein Screenshot von dem entsprechenden Interview von Margaret Brennan, die für CBS arbeitet, als sie John Kerry Folgendes gefragt hat. Is there anything at this point that his government could do or offer that would stop an attack? Es ging um Syrien. Ne? Der Hintergrund an der Stelle ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Aber um euch klarzumachen, also ist natürlich wichtig, aber geht es jetzt nicht zentral bei diesem Punkt rum, sondern um euch klarzumachen, dadurch, dass sie gefragt hat, was könnten wir tun, damit ein Angriff verhindert wird oder was könnte die amerikanische Politik oder wie auch immer, ja, wer tun, hat sich medial und damit gesellschaftlich und damit dann auch am Ende des Tages auf den Bühnen der Welt, wo das dann stattgefunden hat, die Situation verändert. Wie gesagt, das ist kausal, jetzt nicht rein wissenschaftlich analysierbar, aber einfach um euch dafür zu sensibilisieren, dass es einen Riesenunterschied macht, wie ich diese Frage stelle oder welche Fragen ich stelle. Und damit möchte ich auch die Frage nach der wichtigsten Währung der Welt an dieser Stelle erwähnen, die wir häufig medial so transportieren. Geld. Ganz viel dreht sich darum. Und wahrscheinlich haben auch ganz, ganz viele die vielleicht unbewusste, vielleicht bewusste Vorstellung, dass das so sei. Heutzutage vielleicht auch Energie, sagen manche dann. Manche sagen auch Daten. Oder Zeit, Daten sind Zeit, Zeit sind Daten und so weiter. Kann Christina bessere Referate darüber halten als ich. Die wichtigste Währung der Welt, wenn wir aber die Relevanzfrage auch an dieser Stelle nochmal ernst nehmen, ist aber Folgendes, sind Kalorien. Und Kalorien schließt hier jetzt Wasser, Böden, Luft und so mit ein, weil nur so werden die halt produziert. Ja? Und sehr viel schöner, ich würde fast sagen poetischer, haben das natürlich wieder andere Menschen zusammengefasst, die haben gesagt, despite all our accomplishments,
We owe our existence to a 6-inch layer of topsoil and the fact it rains. Punkt. Das ist die wichtigste Währung der Welt. Und wenn wir dieses Sagen, was ist, ernster nehmen möchten, so, dann sollten wir das mehr berücksichtigen. Und das ist die perfekte Brücke zum zweiten Aspekt, also besser Relevantes abzubilden. Nach dem Fragestellen kommt ja dann, oder nach den Fragen, die wir stellen, kommt ja dann die Frage, okay, wie bilden wir das jetzt ab? Also welche Wörter benutzen wir, welche Bilder, welche O-Töne, ne, egal welches Medium und welche Formate wir da jetzt nutzen, geht es ja immer darum, auszuwählen aus potenziell fast unendlich vielen Möglichkeiten. Also die große Frage, welche Wörter und Bilder verwende ich? Und da auch die Frage zu stellen, welche Gruppen mache ich auf? Gruppendenken habe ich eben schon ein paar Mal kurz angesprochen. Auch das riesengroßes Thema, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen könnte, wenn ich den Anspruch hätte, es ist vollumfänglich zu beschreiben oder umfänglicher zu beschreiben. Aber für euch an dieser Stelle nur ganz wichtig, um diesen Gedanken vielleicht mitgehen zu können. Es macht einen riesen Unterschied zum Beispiel, ob ich von Dortmund versus Schalke-Fans oder von Fußballfans spreche, zum Beispiel in der Hilfsbereitschaft, deshalb dieses Bild hier vom Fußball, von Menschen, wenn die sich begegnen. Es macht einen Unterschied, ob ich Männer und Frauen, wir haben eben über Frauen, was war es, frauenfreie, ne, Konferenzen gesprochen. Ja. Es macht einen Unterschied. Deshalb benutze ich ganz oft, vielleicht wenn ihr unbewusst oder bewusst darauf geachtet habt, das Wort Menschen einfach, um möglichst viele einzuschließen. Ja. Und es macht soweit einen Unterschied, weil wir bereiter sind zuzuhören. Da sind wir wieder bei diesem Bestätigungsfehler und dem Confirmation Bias, wenn wir uns zugehörig fühlen. Weil wir nicht nur bereiter sind zuzuhören, weil wir auch mehr vertrauen, weil wir mehr Zeit investieren, uns damit auseinanderzusetzen und sogar für Menschen, die auch so in der Wirtschaft unterwegs sind, mehr Geld zu investieren. Ja? Und das geht so schnell und einfach. Wenn ich jetzt der Hälfte von euch per Zufall Partyhütchen geben würde und der anderen Hälfte nicht, würdet ihr euch mehr mit den Menschen identifizieren und alle diese Verhaltensweisen an den Tag legen, die ich gerade kurz beschrieben habe, als gegenüber den Menschen, die kein Partyhut haben und umgekehrt natürlich auch. So schnell geht das. Und wie dieses Gruppendenken sich eben auch äußert, ist zum Beispiel, wie wir über Dinge wie die Umwelt reden. Also Umweltschutz. Schützen wir da eigentlich die Umwelt? Oder schützen wir uns? Weil es ja unsere Lebensgrundlage ist. Denkt nochmal an das Zitat zurück mit dem, ne, 6-inch layers of topsoil and the fact that rains. Und dann die Frage zu stellen, Moment mal, wenn es jetzt um diese Klimadebatte, ich sage es jetzt mal so ganz allgemein, geht, dann geht es eben nicht mehr um ein Thema, und deshalb sollte es auch nicht ein Thema sein, sondern es geht tatsächlich um die Bühne, auf der sich alles abspielt. Und deshalb ist es eine Dimension jedes Themas, die Zukunftsfrage, wir können auch so darüber reden, ja, welche Wörter benutzen wir, die Zukunftsfrage oder die Nachhaltigkeitsfrage, aber die macht ganz, ganz viele Schubladen auf, ja, dieses Wort, darüber zu sprechen. Und dann sind wir bei der dritten und letzten Zutat, wie wir es besser machen können, diese Sache mit der vierten Gewalt. Naja, welche Geschichten erzähle ich? Sich halt immer zu fragen, welche Werte habe ich eigentlich gerade und wie transportiere ich die gerade? Denn niemand hat keine Werte. Wir haben nur die Motivation, irgendwas zu tun, weil wir Werte haben. Wir berichten über Dinge, die schief laufen, die gut laufen oder was auch immer, wie sie laufen, weil wir bestimmte Werte haben. Und so zu tun, als hätten wir das nicht, ist nicht nur feige, sondern falsch. Die Frage ist also, worum geht es am Ende des Tages wirklich? Und da vielleicht ganz kurz natürlich drei Sachen zusammengefasst. Die Zutat, die Menschheit bisher so erfolgreich hat werden lassen, die Erfolgszutat Nummer eins ist, dass wir kooperieren können. Wir können nicht besonders schnell laufen, springen oder sonst irgendwas, sondern wir kooperieren. Das ist die Geschichte, die wir uns mehr erzählen müssen. Und das, was uns Menschen auch einzigartig macht und von allen anderen Lebewesen auf dieser Welt unterscheidet, ist unsere Vorstellungskraft. Dass wir uns Dinge vorstellen, die deutsche Sprache ist da ja immer wunderbar anschaulich, können, die noch nicht da sind. Das ist die zugrunde liegende Eigenschaft, dass wir es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen, Smartphones zu bauen, Impfstoffe zu entwickeln, was auch immer. Ja. Und dritte und letzte Botschaft an der Stelle, und das hier sind sozusagen das Sagen, was ist, das ist das, was wir aus der Wissenschaft der letzten Jahrzehnte, das ist keine Breaking News, wissen. Ja. Die dritte und letzte Sache, neben der Kooperationsfähigkeit, der Vorstellungskraft, ist die wichtigste Zutat für ein gesundes, glückliches, in meisten Fällen längeres Leben dann, ist funktionierende oder sind funktionierende soziale Beziehungen, nichts anderes. Und ganz kurz noch vielleicht, um da den dramatischen Bogen zu Ende zu führen, wenn Sie auf dem Sterbebett die Möglichkeit haben sollten,
darüber nachzudenken, was sie getan hatten in ihrem Leben, werden sie sehr wahrscheinlich nicht sagen, hätte ich mal mehr gearbeitet, hätte ich mich ungesünder ernährt, hätte ich weniger Zeit mit den Freunden und Familie verbracht. Ich will das einfach nur ganz platt runterbrechen. Ja? Die Frage ist, was muss noch passieren? Die Frage ist also jetzt und nun, wie machen wir mit unseren Gehirnen hier weiter? Und ich sehe, es ist 11:01 Uhr, ich bin auch bei der letzten Folie versprochen. Ja, ich habe jetzt eure Gehirne verändert, also solange ihr noch da seid und die Menschen, die nicht den Laptop zugeklappt haben. Und ihr könnt euch halt jetzt, sozusagen Aufgabe für euch, jeden Tag, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, fragen, wie werde ich meiner Verantwortung als Gehirnveränderin oder Veränderer gerecht oder ein Stück weit gerechter. Und damit möchte ich an der Stelle enden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Maren, für die Keynote. Vielen Dank euch.